1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute sind wir in etwas kleinerer Runde versammelt. Ich begrüße herzlich die Hörer von 1Live und ich begrüße herzlich die Zuschauer von 1Festival. Wir haben eine freie Themennacht, das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig wurscht über was, vielleicht nicht so ganz gerne möchte ich sprechen über die WM, aber wenn ihr das gerne wollt, nur zu. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0800 220 5050. Oder mailt unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Sven und Sven ist 21. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Sven. Ja, erstmal möchte ich dir ein herzliches Lob an deine Sendung sagen. Also ich bin wirklich jede Nacht dabei und einfach super. Echt, jede Nacht? Das ist ja toll. Ja. Musst du nicht früh raus? Eigentlich schon, aber im Moment geht das nicht. Dann geht das, ja, das ist ja super. Danke für das Kompliment. Ich hab schon so oft versucht anzurufen und jetzt bin ich eigentlich durchgekommen. Echt genial. Super. Und was geht's denn bei dir? Weswegen rufst du an? Also ich ruf dich an, weil ich mit dir über das Thema Vogelspinnen reden möchte. Vogelspinnen? Ja. Ah ja, interessant. Genau, ich muss sagen, ich habe 25 Vogelspinnen bei mir zu Hause, in meiner Wohnung. Ja. Und muss ich erstmal. Warte, stopp mal eben, Sven. Ich muss mal eben meine Regie fragen, ob wir bei 1 Festival eine Einblendung haben. Mhm. Sonst stelle ich mal ganz einfach mein Schild auf. Wir haben hier kein Bild von 1 Festival. Lassen wir es mal ohne, ich sag's ja immer zu zwischendurch mal. Und machen einfach so weiter. Also du hast über 20 Vogelspinnen. Ja, genau, 25 sind es jetzt. 25 Vogelspinnen? Ja. Bei dir zu Hause? Bei meiner Wohnung, ja. In deiner Wohnung? Du wohnst alleine, wohnst nicht mehr bei den... Nee, ich wohne alleine. Ich stelle mir Vogelspinnen riesengroß vor, so wie so ein Teller. Oder wie so eine Hand, wie eine Hand so groß. Ja, also das ist immer unterschiedlich. Also ich habe jetzt von allen etwas, also von der kleinsten, die es gibt, die bis zur größten Vogelspinne habe ich alles. Wie groß ist denn die größte? Also die Größe ist, also man spricht immer von der Größe einer Spinne von dem Körper, also sprich von dem Vorderkörper bis zum hintersten Körper. Das ist mit diesen Beinenspannweite, das ist immer unterschiedlich, aber dieses also wirklich bis zu 13 cm Körperlänge. Bis zu 13 cm Körperlänge? Genau, das heißt also, die kann man fett auf die Hand drauflegen und da ist die Hand fast bedeckt. Also ich habe hier... Also kann ich vielleicht mal erzählen, das ist also die brasilianische Riesenvogelspinne, das ist die, in Latein heißt die Theraphosa blondi. Ja. Und das ist vielleicht die größte derzeit bekannte Vogelspinne der Welt. Die wird bis zu 200 Gramm schwer und, also muss man sich vorstellen, die Beinspannweite kann bis zu 34 Zentimeter betragen. Ach du liebe Himmel. Und die sehen doch so eklig aus mit so schwarzen Haaren. Also die haben, zum Beispiel diese Theraphosa blondi, die ist, hat ein Kastanienbraun. Ja. Und ist eigentlich ein super Tier, aber es ist wahnsinnig aggressiv. Hat auch bis zu 2,5 cm lange Giftklauen. Kann man die sehen? Die kann man auch sehen, ja. Die kann man sehen. Ich habe die in einem riesen... Du nimmst die auch in die Hand, diese Tiere? Nein, das nicht. Also schon, aber nicht diese. Also die sind wirklich aggressiv und gefährlich. Mhm. Weil muss man sich vorstellen, so 2 cm Giftzähne, wenn man da gebissen wird, ist es auch nicht so gerade lustig. Was wäre, wenn du von einer solchen Spinne gebissen würdest? Also es gibt da, also es ist eigentlich, man allgemein ist es ja bekannt, dass Vogelspinnen angeblich ja ganz giftig und ganz gefährlich giftig sind. Ja, also man hat ja so im Volksmund, oder ich würde jetzt auch so, ich habe keine Ahnung von Spinnen, ich würde auch denken, das ist das Schlimmste überhaupt, wenn mich eine Vogelspinne beißt, bin ich in einer Stunde tot oder so. Ist das so? Das ist alles Humbug und alles Schwachsinn, also was da mal erzählt wird. Also das ist jetzt eigentlich, aber mein Thema ist jetzt eigentlich so Vogelspinnen, das ist ja ein viel weiteres Gebiet, was ich da habe. Lass mich doch mal einfach erstmal fragen, warum du als junger 21-jähriger Mann dir in deiner Wohnung 25 Vogelspinnen hältst. Ja, also erstmal dazu gekommen bin ich vor circa 4 Jahren, habe ich von meinem Vater, bin ich 17 geworden, habe ich von ihm eine Vogelspinne geschenkt bekommen, das war so eine Baumvogelspinne. Ist ja auch ein kurioses Geschenk, ne? Einfach so auf 17, jeden Fall. einem 17-Jährigen eine Vogelspinne schenken, macht man ja auch nicht immer. Ach, hast du dir gewünscht? Ich hatte es mir gewünscht, ja. Warum hast du dir die gewünscht? Ja, weil das einfach schon faszinierende Tiere sind und... Ah, ja. Also so fing es an. Papa hat es dir geschenkt.
Genau. Und dann hast du das so allmählich aufgestockt auf 25. Genau, das waren so, also bei mir war das dann so, also wie das auch bei anderen Vogelspinnern ist, also die Vogelspinnen halten. Ja. Wenn man jetzt eine, also es ist ja nicht so, dass man dieses Tier reinsetzt und gut ist, also man kümmert sich um dieses Tier, man, dieses Gebiet, was drumherum ist, also diese Lebensweise. Ja. Lass mich noch ein bisschen fragen, damit ich mir das vorstellen kann. Die sitzen in so Terrarien oder in Käfigen, genau. Oder wie? In Terrarien. Jeder ja. Alleine, sind es Einzelgänger oder mehrere zusammen? Es sind grundsätzlich Einzelgänger, also ich halte sie auch einzeln bis auf, ich habe eine Baumvogelspinnenart, das ist so die sogenannte Poeciteria regalis, die kann man pärchenweise halten. Ah ja, vermehren die sich dann bei dir auch? Also ich habe versucht zu züchten, aber das ist bis jetzt immer schief gegangen. Ja, ja. Was fressen die? Wie musst du die füttern? Mit was? Also ich habe jetzt hier also normale Spinnen, also sagen wir mal, die so 4 bis 5 Zentimeter groß sind, also die fressen allgemein Heimchen, das sind so abgezüchtete Art von Heuschrecken. Ach so. Mhm. Dann noch halt Heuschrecken und auch mein großes Theraphosa-Weibchen frisst auch Mäuse. I. Ja. Also diese Riesenspinne, die so groß ist wie eine Hand fast. Genau. Die kriegt einmal in der Woche eine Maus. Die frisst eine Maus. Wie geht denn das? Dann wird das arme Mäuschen da in das Terrarium reingesetzt? Ich töte sie vorher ab. Du tötest sie ab? Ich mach das ja. Also, wie tötest du sie ab? Ja, ich meine, ich pack sie einmal dann kurz am Schwanz und mach einmal an die Tischkante oder so. Ah. Ich weiß, es hört sich jetzt brutal an, aber es ist wesentlich brutaler, wenn ich die Maus reinsetze und die Spinne da, weil das Gift sehr, sehr schwach, also sehr langsam bewirkt. Ach so. Und das ist dann Tierquälerei, habe ich dann auch, und dann mache ich lieber einmal kurz Genickbruch und dann setze ich sie an. Also die würde die, wenn die lebendig da reinkäme, nur immer so ein bisschen beißen und das Gift würde dann allmählich erst in die Maus kommen und die... Genauso sieht es mich aus. Dann wird sie die praktisch die Spinne, also die Maus erbeuten und dann richtet sich die Spinne auf, um die, wenn sie die nicht günstig trifft, um die Beine zu schützen, richtet sich die Spinne dann auf, damit die Maus halt nicht an die Beine kommt oder so. Ach so. Und sie versucht zu wehren. Gut. Deswegen töte ich sie halt vorher ab. Diese Maus wird die dann von der Spinne ganz gefressen? Komplett. Also es bleibt nachher nur noch was ungefähr so groß ist wie ein 50-Cent-Stück. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass so eine ganze Maus, wenn es auch eine kleine Maus ist, in so eine Spinne reinpasst, dann hat die einen ganz dicken, fetten Bauch danach. Und die scheidet dann irgendwann das Fell und die Knochen wieder aus oder verdaut die das alles? Also das ist immer so ganz interessant zu sehen. Und zwar, wie gesagt, die Spinne erbeutet das Beutetier. Mhm. Richtet sich dann auf und wartet dann halt so lange, bis das Tier halt gelähmt ist. Also es stirbt nicht sofort. Mhm. Also gut, die Maus ist dann schon tot. Dann fängt sie ein, die Spinne dreht sich dann immer und geht dabei mit den Spinnwarzen, das sind da, wo die Spinnfäden rauskommen, fängt sie ein, die Maus einzuspinnen. Ach so. Genau, und dann dreht sie sich 5-6 Mal rum und dann setzt sie sich wieder auf den Punkt hin, das ist die sogenannte Fressteppich. Ja. Dann legt sie die Maus auf diesen Teppich ab und dann spinnt sie die Maus nochmal selbst ein. Ah, das ist ja gruselig. Mhm, also ist aber super anzusehen. Und dann nach einer Zeit hebt sie die Maus wieder auf und dann beginnt praktisch die Verdauung. Und zwar, die Spinne wirkt einem Verdauungssaft hoch. Ja. Und weil die Spinne hat einen ganz engen Schlund. Ja. Und dann wird praktisch am Maul das Fressen vorverdaut und dann was, also und auch schon durch den Biss werden die ganzen Innereien verflüssigt. Ach so, das heißt, die beißt und im Mund wird das schon zu Brei, was sie da abgebissen hat, und dann schluckt es runter. Genau. Ah, die, also nicht wie eine Schlange, die schlingt nicht die ganze Maus runter, sondern da wird immer so Häppchen für Häppchen genommen. Genau. Und dann saugt die Spinne aus und dann saugt sie halt das Beutetier aus und dann, also so eine Maus, die dauert schon so 18 bis 19 Stunden, bis sie komplett weg ist. Wie macht ihr das denn mit den Knochen von der Maus? Ja, also das ist ganz kurios, also diese Theraphosa blondii, die spinnt dann halt die Überreste ein und hat neben der Getränkeschale praktisch so eine Art Müllbereich, wo sie das dann ablegt. Ach so, die Knochen mag sie nicht. Ja. Nö, also da bleibt doch nicht viel übrig, muss man sagen. Natur kann ja ekelhaft und grausam sein, ne? Ist richtig, ja. Was heißt kann? Sie ist so. Erkennen diese Spinnen, diese große Spinne, erkennt die dich? Nein, also man sagt ja auch immer, man kann Spinnen zahm machen, aber das ist nicht der Fall. Mhm. So, dennoch versuchen wir bitte zu erklären, das klingt ja alles doch ein bisschen sehr bizarr bis hin ekelhaft. Genau. Warum so fasziniert von diesen Tieren? Ja, es ist einfach die Lebensweise von diesen Tieren, also wie sie leben. Du siehst die doch nur in dem Terrarium da rumsitzen. Ja, aber das ist ja eine ganz andere Sache. Also man praktisch erforscht mal die Lebensweise der Tiere. Also so ist das jetzt bei mir. Und auch bei uns in einem Vogelspinnenclub. Also. Ja. Also es gibt einen Vogelspinnenclub. Genau, wo ihr euch dann, die Freaks, ihr trefft euch da und dann wird ausgetauscht, Erfahrungen weißt du schon und hast du nicht und so weiter. Ja, genau, und den habe ich auch mit aufgebaut. Ah ja. Bist du
Bist du alleine im Moment? Hast du eine Freundin oder lebst du? Ich habe eine Freundin, aber die ist leider nicht dabei. Die ist leider nicht dabei. Was sagt die denn dazu, wenn die bei dir zu Hause ist und die? Ja, also es war auch ganz lustig. Ich habe sie vor fast 2 Jahren kennengelernt, also ungefähr 1,5 Jahre. Mhm. Und wenn ich so mit Frauen in Kontakt komme, die ich nicht kenne, erzähle ich das nicht gleich sofort, dann heißt es immer, du spinnst, ich komme nicht mehr zu dir. Mhm. Es ist immer so. Ne? Und dann habe ich halt dann mit sie geredet und dann ist sie halt mal mit zu mir gekommen nach Hause. Ja. Ja, und dann hat sie dann so die ganzen schon mal, also praktisch, ich habe eine 3-Zimmer-Wohnung. Ja. Und ein Zimmer habe ich komplett den Spinnen gewidmet. Ach so, das heißt also, wenn ihr beiden es euch nett macht im Schlafzimmer, ja, muss die Freundin nicht die Spinnen dabei angucken. Muss sie nicht, nein. Hey. Und sie hat sich jetzt mit angefreundet und ist vertraut damit. Sie hat erstmal ganz komisch geguckt, weil auch vor meinem Terrarienzimmer hängt draußen ein Schild, Vorsicht, freilaufende Vogelspinnen. Und da ist ja praktisch erstmal die Kinnlade runtergefallen und hat gefragt, sind da Spinnen drin? Nimmt sie die Spinnen auch irgendwie, die kleineren, in die Hand? Nein, macht sie nicht. Aber du kannst die Kleinen in die Hand nehmen, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel hier so ein, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht ganz so viele Fachbegriffe nennen. Nee. Also es gibt diese sogenannten Avicularia-Arten. Avicularia-Arten, das sind baumlebende Vogelspinnen. Ja. Die sind allgemein, sehr zahm. Ja. Aber haben auch, und die pieksen auch nicht mal in den Finger rein. Die zicken dich auch nicht. Könnten sie theoretisch, aber machen sie nicht. Machen sie nicht. Was machst du vom Beruf? Ich bin vom Beruf Klempner. Klempner? Ja. Ah ja. Aber es ist also eine ganz andere Richtung. Ganz andere Richtung. Genau. Ja, Sven, wie viele Leute sind denn in deinem Club da, in dem Vogelspinnenclub? Also, warte mal, ich bin ja gerade am Computer. Ja. Guck ich gerade mal, also aktuell sind wir 32. 32, immerhin. 32. Aus ganz Deutschland oder noch weiter? Es ist eigentlich nur, also ich kann sagen, ich komme aus Hamburg. Ja. Also Hamburg und Umgebung. Hamburg und Umgebung, sieh mal an, hätte ich nicht gedacht, dass es da so viele Leute gibt, die also Spaß an solchen Spinnen. Was kostet eigentlich so ein Ding, so eine große Spinne beispielsweise, Hammerspinne, die du hast? Also so eine Hammerspinne, wirklich aufgewachsen, geht so bei 140 Euro los. Nicht schlecht, ne? Wie alt werden die? Also es gibt einige Vogelspinnenarten, also in der Regel werden sie bis zu 10 Jahre alt. Ja. Aber es gab auch schon Arten, die sind schon in Gefangenschaft bis zu 35 Jahre alt geworden. Ist ja ein Ding. Das heißt, du kannst aber nie in Urlaub fahren, weil die Spinnen versorgt werden müssen. Doch, das kann ich, weil ich habe meine Mutter. Ach, die traut sich dann daran? Ja, genau, die wird sie dann auch mal versorgen. Ach, und die Mutter muss das Mäuschen dann töten? Nee, das macht wiederum einer aus meinem Club. Also ihr seid gut vernetzt miteinander. Auf jeden Fall, das muss auch so sein, ganz klar. So Sven, jetzt rennt mir die Zeit weg. Aber das war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Mhm. Denn sowas habe ich noch nicht gehört und darüber wusste ich auch nicht Bescheid. Jetzt bin ich eigentlich zu meinem eigentlichen Thema, bin ich jetzt gar nicht gekommen. Nämlich, was war das? Ja, also es ging halt darum, also einmal wollte ich darüber erzählen und durch diesen Vogelspinnenclub bin ich halt mit meinen Leuten an die Öffentlichkeit gegangen. Ja. Und sind wiederum Psychologen auf mich aufmerksam geworden. Ja. Und die haben dann mich angerufen jetzt und Leute gab, weil es gibt auch Psychologen, die Menschen mit Spinnphobie behandeln. Ja, ja, genau. Genau, ja. Und dazu bin ich dann auch gekommen. Ach so, wie interessant, ja. Ja, genau. Das mache ich auch nebenbei. Also da werden die Leute, die eine Spinnenphobie haben, direkt konfrontiert, beispielsweise mit einer Spinne, die müssen ihre Hand in so ein Terrarium legen, dann diese Angst loszuwerden. Genau. Interessante Methode und oft sehr wirkungsvoll und auch auf andere Bereiche auch zu übertragen. Genau, wenn ich das mal sagen darf, also ich mache das von mir aus in 3 Zügen, ich komme erstmal zu den Leuten hin, erzähle ein bisschen was. Ja. Schritt 2 ist, dass ich sie mit zu mir nehme, dass sie sich das angucken dürfen, wenn sie möchten. Ja. Und Schritt 3 ist, dass sie dann halt am Ende so ein Tier auf die Hand nehmen, wenn sie es können. Super, finde ich eine gute Sache und alles in Begleitung von Psychologen natürlich. Genau, von Fachleuten. Und jetzt sind da ganz viele Menschen da draußen, die mich jetzt auch hören können. Da möchte ich bitte auch sagen, verabscheut diese Tiere nicht, es sind wunderbare Tiere und sie haben diesen Ruf nicht verdient, den sie eigentlich haben. So, jetzt haben wir da einen tollen Aufruf hingekriegt. Lieber Sven, ich bedanke mich für deinen Anruf. Vielen Dank. Und viel Spaß und Erfolg mit deinen Spinnen, mit den Vogelspinnen. Ja, ich wünsche dir für deine Sendung und für deinen weiteren Werdegang in deiner Sendung viel Glück und vielen Dankeschön. Dank, dass es dich geht. Dankeschön, Sven. Bitte, sehr lieb von dir. Tschüss. Tschüss. 0800, ihr Lieben, und 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Wir sind hier live erreichbar in Köln. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt, oder mailt uns unter domian@wdr.de. Sarah ist hier und Sarah ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Sarah. Hallo. Hallo, Sarah. Was ist dein Thema? Mein Thema, also es geht um einen Mann. Den habe ich vor einem Jahr kennengelernt und zu dem Zeit hatte ich halt noch einen Partner und er auch. Er ist 37 Jahre alt, muss man dazu sagen, also ein bisschen älter als ich. Und wir haben halt gemerkt, dass wir uns gut verstehen und irgendwann haben wir halt uns getroffen, also angefangen uns zu treffen und
nach einer Zeit wurde das halt immer mehr. Irgendwann haben wir uns halt zum ersten Mal geküsst. Mhm. Das war halt vor, also nächsten Monat war das vor einem Jahr genau. Und wo dann habt halt, ihr euch denn eigentlich kennengelernt? In einer Stadt, kann man sagen. In der Stadt? Ja, wie? So in der, ganz zufällig. Wie, auf der Straße? Er hat halt einen Beruf, der ein bisschen öffentlich ist. Aha. Du machst mich neugierig. Ja, er hat einen Beruf, der ein bisschen öffentlich ist. Also er ist Taxifahrer. Ach so. Ja, ja. Gut, da lernt man natürlich gut Leute kennen. Und ich habe halt einfach da gesessen so und dann habe ich ihn halt irgendwie haben wir uns dann halt kennengelernt. Mhm. So. Das war vor einem Jahr. Ja, und uns dann immer wieder gesehen so zufällig und uns dann auch unterhalten. Mhm. Und dann irgendwann hat er mir seine Nummer gegeben und hat gesagt, wenn du möchtest, kannst du dich ja mal melden. Dann habe ich 5 Tage gewartet und dann habe ich mich gemeldet. Ja, und dann haben wir uns halt ab und zu getroffen. Ja. Und nach einer Zeit wurde das zwischen uns halt immer mehr, weil wir gemerkt haben, dass wir uns gut verstehen. Ja. Und zu der Zeit war er auch noch mit einer Frau zusammen. Ja, und ich war auch noch mit einem Mann zusammen. Genau, so hast du es gerade gesagt. Mein Ex-Freund war 32. Und nun, wie ist es aktuell? Aktuell ist es halt so, dass ich mir, dadurch, dass ich mit meinem Freund Schluss gemacht habe und er auch seine Beziehung zu seiner Freundin beendet hat, erhofft habe, dass wir irgendwann zusammenkommen. Mhm. So, jetzt ist es halt so, am Anfang hat er gesagt, Beziehung ist nicht, der Altersunterschied ist zu groß und so eine Sache. Mhm. Und mittlerweile sagt er mir halt immer, ich sollte Geduld haben und die Zeit wäre noch nicht reif. Kommt für mich so rüber, als wäre das einfach nur eine Hinhaltemethode, so, damit er einfach mich als sexuellen Partner weiter behalten kann, so. Und ich weiß halt nicht, wie ich mich ihm gegenüber weiterhin verhalten soll, weil mich das tierisch aufregt. Letzte Woche hat er mich echt total scheiße behandelt. Irgendwie, mir ging es nicht gut. Ich wollte mich mit einer Freundin treffen und ich habe mich alleine gefühlt irgendwie und habe ihm das auch gesagt. Und er meinte, ich würde irgendwelche Effekte schieben und so eine Sache. Und Effekte schieben? Ja, das bezeichnet er immer so und ich finde das total, schrecklich einfach nur. So, bist du sicher, dass er keine andere Frau sonst hat im Moment? Ich weiß nicht ganz genau, also so wie er es sagt, natürlich nein, ist klar, würde ich an seiner Stelle in seinem Alter natürlich auch machen, aber es kann sein, dass da noch irgendwo eine ist, das weil ich weiß es nicht. Wie oft seht ihr euch? Es ist unterschiedlich, mal mehr, mal weniger. Also am Anfang des Jahres war es so, wir haben uns dann immer nur einmal im Monat gesehen. Das ist ja wenig. Das fand ich ziemlich wenig, ganz genau. Und warum? Moment, wenn sich beide getrennt haben von ihren Partnern, warum dann nur einmal im Monat? Ich weiß es nicht. Er sagt immer, er hätte zu tun. Für mich sind das alles einfach nur Ausreden. Wenn ihr euch dann trefft, ist das eine reine Sexgeschichte dann? Also es ist, wir haben letztes Mal, als wir uns gesehen haben, haben wir einen Film geguckt. Wir waren auch schon mal auf dem Weihnachtsmarkt oder schwimmen oder so. Sowas haben wir auch schon gemacht. Also nicht immer Sex, unbedingt? Es gab ein Treffen, da haben wir keinen Sex gehabt, ja. Achso, das ist ja im Prinzip dann doch immer Sex. Aber ich muss dazu sagen, dass es anfangs, als wir uns kennengelernt haben, hat es doch schon seine Zeit gedauert, bis es wirklich tatsächlich das erste Mal zum Sex kam. Okay, Durchschnittstreffen im Moment, so im Monat? Also im Moment haben wir jede zweite Woche. Jede zweite Woche. Und ihr wohnt in derselben Stadt? Ja, tun wir. Das ist wirklich sehr wenig, finde ich. Das. Ja, ich finde das auch. Und dann, ich frage es jetzt nochmal, und jetzt zur Zeit, wenn ihr euch dann trefft, dann zur Zeit schon, dann geht es immer in die Kiste. Ja, dann geht es auch, ja, natürlich. Mhm. Also, dass der Verdacht naheliegt, so, du hast es gerade ja auch angedeutet, dass es dem gar nicht so sehr um die Beziehung geht zu dir, zu Sarah, sondern mehr um den Körper. Ja, eigentlich schon. Mhm. Ich finde das. Sagt er denn zu dir, ich bin verliebt, ich liebe dich, sagt er sowas? Nein, natürlich, also wenn er das sagen würde, dann würde mir das schon suspekt vorkommen, aber das tut er nicht. Warum wäre das suspekt? Ja, dann wäre das ganz klar, wenn irgendjemand zu so einem jungen Mädchen wie mir sagt, ja, und ich liebe dich so, das ist ja für ein Mädchen wie mich, ja, das öffnet ja einem die Augen und sagt, ach, der findet mich so toll und der ist doch schon so alt und so, solche Sachen halt. Das ist halt so typisch für irgendjemanden, der, zum Beispiel gestern war so ein Timo in der Leitung, der hatte doch diese Probleme mit diesen zwei Frauen so da. Ja, Moment, langsam. Also das finde ich nicht so, muss ich ja widersprechen. Wenn der wirklich in dich verliebt wäre, wäre das doch absolut okay, wenn das dir sagen würde. Aber er sagte... Aber er sagt es nicht. Nein, er sagt es nicht. Du bist es schon irgendwie, oder du wärst dazu bereit.
zu einer Beziehung? Ich bin wirklich sehr verliebt in diesen Menschen und ich finde es eigentlich schade, dass ich in jemanden wie ihn verliebt bin, weil er wirklich... So, dann frag ihn doch mal nach seinen Gefühlen, was er nun wirklich definitiv, de facto für Gefühle für dich hat. Ich bin mir ganz sicher, dass er dann sagen würde, ja, ich mag dich ja auch sehr und bla und die Zeit ist noch nicht da und hier und es braucht halt seine Zeit, bis man zu einer Beziehung ja sagen kann. Sowas höre ich halt von ihm und letzte Woche hat er mich echt so mies behandelt. Ich hab's schon verstanden, aber Sarah, letztendlich gibst du ja in der Art, wie du mir das erzählst, schon die Antwort, wie es jetzt weitergehen soll. Eigentlich hast du doch die Faxen dicke. Eigentlich schon. Eigentlich fühlst du dich nicht geliebt von dem, du fühlst dich in der Nase herumgefühlt, du fühlst dich vielleicht sogar ein bisschen ausgenutzt von dem Typ, auf jeden Fall nicht ernst genommen und schon gar nicht irgendwie ist das Ganze verbunden mit der Perspektive, auch mal wirklich eine gute, richtig schöne, glückliche Beziehung zu führen. So erzählst du es mir, du bist ja richtig aufgeladen, während du das erzählst. Warst du wirklich wütend auf den? Ich bin einfach nur total gekränkt und verletzt. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, muss man dazu sagen. Ich sage dir, wenn nach einem Jahr da noch nichts bei rumgekommen ist, mit dem Altersunterschied, okay, das ist halt sehr, das ist schon ziemlich krass, aber wo die Liebe hinfällt, könnte das auch funktionieren, sage ich mal so. Aber wenn es nach einem Jahr jetzt immer noch nicht richtig sich in die Bahnen gefügt hat, dann vergiss es, dann versuch auf Abstand zu dem Typ zu gehen. Ja, aber man muss doch auch berücksichtigen irgendwie, dass er 2,5 Jahre seine Freundin gehabt hat und dass er seit Anfang des Jahres auseinander ist und dass man da auch erstmal Zeit braucht, um sich davon wirklich zu lösen, bevor man was Neues eingehen kann. Ja. Aber ihr kennt euch ja nur auch schon ein Jahr und ihr habt euch ja schon aneinander gewöhnt. Eigentlich wäre es dann so, wenn man sich dann löst, dass man sogar mit Freude zu der neuen Partnerin geht und versucht auch da wirklich viel mit der zusammen zu sein und was Schönes zu machen und halt so eine Beziehung aufzubauen. Du erzählst mir das nur so, als würde der bremsen, würde der auf Distanz drücken und so weiter. Also wenn ihm das zu viel wird, irgendwie hat er mir mal irgendwann gesagt, so ja, manchmal wird mir das halt zu sehen, brauchst du halt mal so einen Trip. So, manchmal behandelt er mich echt wie den letzten Scheiß und dann ist er wieder total nett zu mir. Jetzt hat er mich letzte Woche so mies behandelt und ich habe mich einfach die ganze Zeit nicht bei ihm gemeldet. So irgendwann nach 4 Tagen kam dann eine SMS von ihm, ja, wie geht's dir, was machst du? So habe ich ihm geantwortet, kam nochmal eine SMS von ihm, ich habe aber nicht mehr zurückgeschrieben. Und man muss dazu sagen, in den ganzen Jahren haben sich über 800 SMS angesammelt, das ist schon eine ganze Menge. So, was ich jetzt gehört habe, aufgrund der Informationen, die du mir gesagt hast, rate ich dir, auf Distanz zu diesem Mann zu gehen, wenn nicht diese Beziehung sogar abzubrechen. Wahrscheinlich würde dir das sogar besser gehen. Eigentlich, das Problem ist, dass ich mich nicht von ihm lösen kann, weil ich ihn einfach brauche, allein schon aus Abhängigkeit wegen dem Sex. So, das ist bei mir ganz extrem. Aber ich glaube, dass du dir auch andere Jungs suchen kannst. Es gibt nicht nur den. Liebe Sarah, ich glaube, dass wir da gar nicht viel weiterkommen, wenn wir weitersprechen. Für mich hört sich das so an, als würde der Typ dich ausnutzen und dich hinhalten. Und das ist nicht gut. Und da musst du gegenarbeiten, da musst du was unternehmen gegen. Ja, was soll ich denn machen? Ich möchte ihm das irgendwie zurückzahlen, so dass ich finde das einfach nur... Indem du wieder zurückzahlst, bist du wieder eingebunden, emotional, gefühlsmäßig eingebunden. Und du wirst nicht frei davon. Das Allerbeste ist, wenn du einfach auf Distanz zu dem Mann gehst. Vielleicht wird es irgendwann so sein, dass er merkt, was er eigentlich an mir gehabt hat. So, weil ich investiere schon sehr viele Dinge und ich gebe mir Mühe und ich schlage... Du musst einfach loslassen, Sarah. Das ist der Punkt. Und du lässt nicht los. Du lässt auch nicht los, indem du dich wieder verkrallst und willst ihm irgendwas zurückzahlen. Das ist alles nicht die Lösung. Ich denke mir, dass das von alleine kommen wird, ohne dass ich irgendwas mache, dass er irgendwann selber merkt, sowas. Nein, du musst es schon machen, sonst hängst du da ewig dran und ärgerst dich und bist aufgebracht und dann telefonieren wir in einem Jahr wieder und du bist noch saurer auf ihn. Jetzt beenden wir das Gespräch. Ich habe dir meine Meinung gesagt, liebe Sarah. Okay. Alles Gute und alles Liebe. Alles klar. Tschüss. Die Sarah war das und jetzt kommt der Daniel. Und Daniel ist 21. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Daniel, wie klingst du? Entschuldigung, meine Stimme. Aha. Aber die hat was mit meinem Problem zu tun. Erzähl. Also ich hatte Kehlkopf- und Schilddrüsenkrebs. Mhm. In deinem Alter, in dem jungen Alter schon? Ja. Und... Wann hattest du das? Ja, also ich bin jetzt seit Februar wieder aus der Klinik raus. Mhm. Da ist die Chemo- und Strahlentherapie erstmal abgeschlossen. Ich muss allerdings alle 14 Tage zur Untersuchung, weil die irgendwelche Blutwerte dann messen und dann sehen sie, ob da irgendwas anderes noch danach gekommen ist. Wann
Hast du zum ersten Mal was bemerkt, dass irgendwas mit dir nicht stimmt? Das hat mein Arzt letztes Jahr im März bemerkt. Also vor einem guten Jahr. Das war das erste Mal und dann hat er gesagt, dass ich da zu einer Spezialuntersuchung musste. Wie hat er das bemerkt? Weil in meinem Hals so ein Geschwür war. Dann hast du es aber auch schon selbst vorher gemerkt. Ich habe das vorher gemerkt, ich habe es aber nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, das wäre eine Erkältung. Was hat man denn jetzt in der Klinik gemacht? Ja, also erstmal haben sie mir die Schilddrüse rausoperiert und einen Teil vom Kehlkopf rausoperiert. Und dann habe ich 3 Chemotherapien gehabt und eine Strahlentherapie. Gibt es eine Erklärung, dass du in deinem jungen Alter von 21 Jahren schon eine so schwere Krebserkrankung hast? Es gibt überhaupt, also zumindest von der Familie her oder sowas, gibt es da keine Erklärung. Wie bist du jetzt entlassen worden? Bist du entlassen worden mit einer hoffnungsvollen Perspektive? Also mit 90% Überlebenschance. Das hört sich gut an. Das ist auch schön. Hast du, wenn du so sprichst, hast du Schmerzen beim Sprechen? Nein. Nee, das nicht. Es hört sich nur so an für uns, die zuhören, als würde das wehtun. Aber es tut nicht weh. Nein, es tut überhaupt nicht weh. Und ich kriege aber erst einen Stimmverstärker von der Krankenkasse bezahlt nach 5 Jahren. Was heißt Stimmverstärker? Ja, es gibt also eine Möglichkeit, weil sie mich aus so einem halben Kehlkopf raus und da sind die Stimmbänder beschädigt worden. Und dann klingt das, als würdest du aus so einem Automat sprechen? Ja, richtig. Das würde dann willst du das? So was Automatisches sein. Willst du das? Ja, dann könnte ich wenigstens ein bisschen anders sprechen. Ja, aber andererseits klingt das ja so noch recht normal. Zwar so ein bisschen angeschlagen klingst du, aber wenn du so eine Maschine hättest, das klingt ja dann doch sehr, sehr künstlich und mechanisch. Naja gut, das wirst du entscheiden, wenn es soweit ist. Im Augenblick nicht aktuell, weil ich muss jetzt erstmal sowieso 5 Jahre regelmäßig da zu den Nachuntersuchungen gehen. Erstmal ein halbes Jahr alle 2 Wochen und dann alle 3 Wochen. Und wie lange, du sagst, du bist im Februar aus dem Krankenhaus gekommen. Ja. Wie lange warst du im Krankenhaus? Ich war seit Oktober im Krankenhaus. Ja. Und wie hast du diese ganzen Behandlungen und all das, was man im Krankenhaus mit dir gemacht hat, inklusive Chemotherapie, wie hast du das überstanden und verkraftet? Das war ziemlich schlimm. Und ich habe aber in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, habe ich angefangen zu chatten. Zu was? Zu chatten? Zu chatten. Im Internet. Im Internet. Und? Meine Ma hat mir einen Laptop geschenkt und ja. Dann habe ich da angefangen. Ja, und dann habe ich also ein ganz liebes Mädel kennengelernt. Ach, also eine Chatbekanntschaft. Ja. Und hast du die jetzt real auch schon gesehen? Ich habe sie nur am Telefon gehört. Die kennt also meine Stimme. Ja. Und die kennt auch deine Krankheitsgeschichte und alles, was. Auch, die weiß auch, dass ich aus dem Krankenhaus. Und die will mich jetzt immer unbedingt sehen. Und ich habe immer so Angst. Vor der Reaktion der Leute? Dass sie vor mir abhaut. Ach so, aber du weißt sie doch schon so viel und sie kennt sogar deine Stimme, wovor du vielleicht Angst haben könntest, dass manche Leute darauf abweisend reagieren. Ich weiß nur, dass seit ich zu Hause bin, wenn ich einkaufen gehe, dass die Leute mich so total entsetzt angucken. Ja klar, weil die mich kennen. Ja, wahrscheinlich. Und dass mich selbst die Leute in der Kirche so total entsetzt angucken. Du hast auch von der Stimme her, klingst du auch älter als 21, aber das hat wahrscheinlich mit den Eingriffen im Kehlkopf zu tun. Und ich habe einfach nur so ein Schiss. Und mein bester Freund. Wo was hast du denn jetzt bezogen auf dieses Mädel? Wo hast du das Schiss? Dass sie wegläuft und dass diese Liebe, die sich da durchs Internet entwickelt hat. Wir haben uns unheimlich viele liebe Briefe geschrieben, E-Mails. Aber ihr habt telefoniert schon. Wir haben telefoniert. Das heißt, sie kennt deine Stimme. Ja, wir haben uns SMS geschrieben. Okay, das zählt nicht. Ja. Sie kennt deine Stimme. Aber sie kennt meine Stimme. So, dann ist doch schon mal die allergrößte Hürde genommen. Habt ihr auch Bilder ausgetauscht? Nee, ich habe
kein Bild von mir. Du hast kein Bild von dir? Mhm. Ich habe keine Digicam. Ja, wann steht denn... Ich bin ja auf diese Möglichkeit mit Chat erst gekommen, als ich in der Klinik war. Hast du vorher nicht irgendwie dich mit Computer beschäftigt, PC und Internet? Nee. Nee? Auch ungewöhnlich für einen Typ in deinem Alter. Ja, Moment. Also mit Computer, Internet, ja. Ja. Um Informationen rauszukriegen. Aber nicht gechattet. Aber ich habe nicht gechattet. Mhm. Was hast du denn überhaupt vom Beruf gemacht, bevor du krank geworden bist? Ich studiere. Du studierst. Mhm. Und was? Psychologie. Psychologie. Naja. So wie du das wahrscheinlich auch gemacht hast. Nein, ich habe nicht Psychologie studiert. Nee? Nein. Wann steht denn das Treffen mit dem... Psychologie. Und das ist ja auch das, warum ich mich frage, warum ich mich nicht traue. Und ich dachte, du kannst mir da helfen. Also du schiebst dieses reale Treffen vor dir her? Ich schieb's vor mir her. Das, und ich suche, wir wollten morgen ein Picknick machen. Wohnt sie in deiner Gegend? Ja, sie wohnt eine Stunde etwa von mir entfernt. Ja, und also ich wohne in Köln und sie wohnt in Herne. Ja, und das, ist nicht die Entfernung. Und wir hatten ein Picknick am Rhein vor. Ich habe heute sogar gekocht dafür. Ja. Und jetzt habe ich schon wieder Schiss. Also das heißt, die Verabredung steht. Was sage ich ihr, damit das nichts wird? Weil ich solchen Schiss habe, dass sie abhaut. Also nochmal im Klartext hier, die Verabredung steht. Morgen wollt ihr euch treffen? Wir wollen uns morgen treffen. In Köln? Nein, in Langenfeld. In Langenfeld, in der Mitte quasi. Auf der Hälfte. Irgendwo am Rhein. Habt ihr euch ein Plätzchen ausgeguckt? Da habe ich dann im Internet auch ein Plätzchen rausgesucht und habe den Weg vom Bahnhof in Langenfeld zum Rhein rausgesucht. Das ist ja süß. Das ist ja putzig. Ja, du denkst ja wohl nicht eine Sekunde noch darüber nach, da nicht hinzugehen morgen. Hör mal, was ist denn das? Wenn ihr miteinander, ich kann das ja verstehen, dass du vielleicht auch Hemmungen hast mit der Stimme, die ich im Übrigen gar nicht so schlimm finde. Man gewöhnt sich da ja sehr schnell dran. Vor allen Dingen, wenn man den Hintergrund kennt. So, sie kennt ja deine Stimme auch. Ja, klar kennt sie. So, was soll denn dann passieren? Wie siehst du denn, hast du auch Probleme mit deinem Äußeren? Findest du dich unattraktiv? Also, wenn ich mich angucke. Ja, wenn dann. Du... Dann? Wenn du dich anguckst, dann? Dann würde ich vor mir selber weglaufen. Warum? Warum? Weil ich früher ein unheimlich gut aussehender Mann war. Und jetzt durch diese Krebsbehandlung hat sich das so rapide verschlechtert, das glaube ich nicht. Da hatte ich schöne Haare. Ja. Aber dein Gesicht ist vielleicht ein bisschen mager als vorher, aber es ist genau... Nee, das ist ganz aufgeschwollen. Mhm. Hast du ihr das so auch gesagt? Was? Hast du ihr das so auch gesagt? Ja, ich habe ihr das auch gesagt. Ja. Also Daniel... Und wenn mein bester Freund mir sagt, du siehst aus wie eine Leiche auf Rädern... Ja, aber das hat er wahrscheinlich so aus Flachs gesagt, oder? Ich weiß nicht, er hat es mir heute auch noch gesagt... Pass mal auf, Daniel. Wir haben heute Fußball geguckt und er hat dann noch zu mir gesagt, bist du dir sicher? Und deswegen habe ich dich jetzt auch angerufen. Ja, also die Chance... Bist du dir sicher, dass du die wirklich treffen willst? Ja, also die Chance, dass sich das wieder regeneriert, ist ja nun sehr groß, dass du wieder so aussiehst wie vorher. Das ist das Erste. Du bist jetzt nicht für dein Leben entstellt. Jetzt hast du in der Zeit etwas aufgebaut, per Telefon, per Chat, per SMS mit der Frau. Morgen seid ihr verabredet und habt euch da auch schon so eine lauschige Stelle ausgesucht. Jetzt wirst du da verdammt nochmal hinfahren. Die Frau kennt deinen Hintergrund, die kennt deine Geschichte. Die wird das berücksichtigen. Und wenn das ein guter Typ ist, diese Frau, dann wird das auch funktionieren. Wenn das ein schlechter Typ ist, wird es nicht funktionieren und dann warst du eh an der Falschen und dann wirst du es schon dann morgen merken und dann musst du auch nicht um sie traurig sein. Geh hin. Du hast jetzt so viele schlimme Sachen hinter dir. Ich schaue jetzt nach vorne und das ist auch ein weiterer Schritt, wieder ein positiver Schritt ins Leben, so etwas zu machen. Mach es. Ich kann dich nur dazu ermutigen, auch wenn du ein bisschen verquollen aussiehst und die Haare im Moment nicht so sind, wie sie früher waren. Aber das ist egal. Geh dahin. Mein Lieber, da verschlägt es ihm die Sprache, wenn ich das so sage.
Das ist meine klare Meinung, lieber Daniel. Geh bitte morgen hin. Ich wünsche toi 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 für die Verabredung und wünsche dir natürlich von ganzem Herzen alles Gute und gute Besserung. Ja, ich danke dir. Mein Lieber, mach's gut. Tschüss. Ciao. Hier ist Carola. Und Carola ist 20. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo Carola, weswegen rufst du mich an? Es geht darum, dass ich meine richtige Mutter suche. Deine richtige Mutter suchst du? Ja, ich wurde adoptiert. Wie alt warst du da? Ich war schon halt älter. Kannst du mal ein bisschen näher ans Telefon gehen? Irgendwie klingt das ganz nah am Telefon. Jetzt klingt es besser. Okay. In diesem Moment. Da warst du schon älter? Ja. Wie alt? Ich war, also 3 Jahre war ich wohl, als ich adoptiert worden bin und mit 6 Jahren bin ich zu meinen Pflegeeltern, also zu meinen Adoptiveltern gekommen. Achso, das heißt, da kannst du dich noch quasi daran erinnern, als du zu den Adoptiveltern gekommen bist? Nein. Nee? Nee, ich kann mich da nicht mehr so wirklich dran erinnern. Ich denke mal, das habe ich verdrängt oder ja. So. Also sagen auch mehr andere Leute. Ja. War das, hast du eine schöne Kindheit und Jugendzeit gehabt bei deinen Adoptiveltern? Nein. Nein? Nicht. Warum nicht? Ich wurde halt ja geschlagen von meiner Mutter und sehr, sehr streng behandelt. Also ich war ja so halt wie früher, wie man Mädchen halt früher dazu gezwungen hat, zum Beispiel auch in der Küche zu stehen oder sonst irgendwie was. Mhm. Und das war halt bei mir auch. Warst du das einzige Kind deiner Adoptiveltern oder gab es da noch andere? Nein, ich hatte noch 4 Brüder. Noch 4 Brüder. Und das waren leibliche Kinder? Nein, auch nicht. Alle adoptiert. Ah ja. Und da herrschte ein strenges Regiment in der Familie? Ja, meine Mutter. Die Mutter. Der Vater nicht so? Nein, mein Vater, das ist jemand gewesen, der war der Herzen, also ja, sehr nett halt. Ja, du sagst ja, das war jemand gewesen. Lebt er nicht mehr? Doch, aber es ist halt so von wegen, dass ich halt jetzt lange keinen Kontakt mehr zu denen hatte. Wie lange lebst du denn schon nicht mehr bei denen? Ganz genau seit meinem 11. Lebensjahr. Ach so, das war also warst ja gar nicht so sehr lange bei denen. Nein. Wohin ging's dann nach dem 11. Lebensjahr? Durch verschiedene Heime. Ah ja, also das war alles nicht so schön. Nein. Nee. Heute bist du 20 Jahre alt. Lebst du alleine im Moment? Nein, ich lebe mit meinem Freund und mit meinem Kind. Ah ja, bist du schon Mutter? Ja. Ja. Wann hast du das denn kapiert, dass du adoptiert worden bist damals und dass es da noch eine leibliche Mutter gibt? Wann hat man dir das gesagt oder wann bist du auf die Schliche gekommen? Nein, also gesagt hat man mir das von Anfang an, halt je... Nachdem, wie alt ich halt war, altersgerecht, ja. Hat man mir das von Anfang an halt beigebracht. Mhm. Und, ja. Und jetzt mit 20 ist so der Wunsch sehr stark geworden, die leibliche Mutter zu treffen? Oder gibt es den Wunsch schon lange? Den Wunsch gibt es schon sehr, sehr lange. Aber es ist halt so, dass sich meine Mutter vor 2,5 Jahren bei dem Menschen gemeldet hat, der mich damals vermittelt hat. Mhm. Und aus dem Grunde, ja, will ich das jetzt halt, ja, sie halt suchen. Woher weißt du das, dass die sich da gemeldet hat? Weil meine Eltern, also meine Adoptiveltern, haben halt mit dem Herrn David sehr, sehr guten Kontakt. Mhm. Und haben sich dann, ja, also der hat sich dann halt bei meinen Eltern gemeldet und denen das gesagt. Ja. Und, was war das für ein Geräusch? Meine Katze. Achso, die Katze. Das klang wie Miau. Ja, das ist eine kleine Katze, ah, die ja. Ist noch etwas kleiner. Mhm. Und dann war es halt so gewesen, ja, dass er dir halt gesagt hatte und... Also du hast das irgendwie so über die Adoptiveltern rausbekommen? Ja. Aber hast du gerade nicht gesagt, du hättest lange, lange keinen Kontakt mehr mit denen? Ja, ich näher mich ja jetzt wieder mit denen an. Ah also ja. Halt jetzt durch diese lange Trennung zwischen uns und... Ja. Auch halt wegen meinem Kind und ja. Ja, weil sie jetzt wohl endlich mal meine Mutter gemerkt hat, sodass ich ja so schlecht vielleicht doch nicht bin. Das habe ich jetzt nicht verstanden, dass du so schlecht... Achso, weil du jetzt auch Mutter bist und so schlecht nicht sein kannst, oder? Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, warum. Also das
Ja. Noch eine Frage. Du bist dann mit 11 in ein Kinderheim gekommen. Warum, ja. Warum wieder weggekommen von den Adoptiveltern? Weil meine Mutter und ich, wir sind überhaupt nicht mehr klargekommen. Ich bin dann das erste Mal bin ich weggelaufen. Ja. Hatte halt im Heim dann Bescheid gesagt. Und dann gab es halt ein Familiengespräch und dann haben die das halt auch gesehen, dass es nicht ging. Und also wegen starker Konflikte, die da herrschten. So, nun könntest du doch eigentlich das über diese Person, die du gerade genannt hast, könntest du doch rauskriegen, wer deine Mutter ist und wo deine Mutter sich aufhält. Das Problem daran ist, ich weiß zwar, wie meine Mutter heißt, ich habe mich jetzt auch erkundigt, dort, wo sie zuletzt gelebt hat, aber dort ist es jetzt, ja, weiß auch keiner Bescheid. Mhm. Ich weiß halt nur ihren Namen, wann sie geboren worden ist und mehr weiß ich nicht. Mhm. Dir ist es ein großes Bedürfnis, deine Mama, deine wirkliche Mama kennenzulernen. Ja. Weißt du etwas über die Hintergründe, warum sie dich damals weggegeben hat? Mein Vater ist damals abgehauen, weil ich eine Tochter geworden bin, anstatt einen Sohn. Mhm. Und hat meine Mutter dann alleine gelassen, hat ihr keinen Unterhalt gezahlt oder... Mhm. Ja, und meine Mutter hat halt noch, ich habe noch einen Bruder, einen richtigen. Ja, also der ist das damals über den Kopf gewachsen alles. Der ist, ja. Mhm. Aber jetzt verstehe ich nicht, die hat doch schon vor 2,5 Jahren, wie du gerade gesagt hast, den Schritt unternommen und hat irgendwie nach dir geforscht. Ja, aber Herr David wusste nicht, wo ich zu finden bin und der hatte damals selbst die Probleme, dass seine Frau und seine Mutter halt im Sterben lagen. Und der hatte halt ein paar... Also man kann über diesen Mann, den du gerade mit Namen auch genannt hast, kann man nicht irgendwie nochmal einen Kontakt herstellen zur Mutter. Definitiv, das geht nicht. Definitiv nicht. Der weiß also nicht, er weiß selber auch nichts. Er hat halt das damals bei der Nummer versucht, als er mir das gesagt hatte. Mhm. Ich habe dort ja zurückgerufen. Weißt du denn den vollständigen Namen von deiner Mutter? Ich weiß nur den geborenen Namen. Also den vollständig, also Mädchennamen weiß ich. Ja. Wie sie halt weg und wann sie halt geboren worden ist. Ja. Kann das denn sein, dass sie den Mädchennamen auch noch trägt? Ja, das ist halt immer so eine Sache, das weiß man nicht. Meine richtige Mutter hat wohl schon immer Versteckspiele auch mit dem Jugendamt gespielt. Ach so. Nie wirklich so gesagt. Manchmal hat sie gesagt, wo sie wohnt und dann wiederum nicht und dann war sie wieder ganz woanders zu finden und Hast du mich angerufen, auch mit dem Hintergedanken oder mit der Hoffnung, vielleicht irgendwie über diese Sendung Kontakt zu deiner Mutter zu bekommen? Ja. Vermutest du denn deine Mutter im Raum Nordrhein-Westfalen oder irgendwo in Deutschland? Ja, von Nordrhein-Westfalen bis irgendwo in Deutschland. Ja. Man weiß es halt nicht. Ja. Du könntest ja vielleicht mal, wir wollen ja nicht den ganzen Namen nennen, vielleicht möchte sie das nicht, aber du könntest ja mal ihren Vornamen und ihr Geburtsdatum nennen. Das wäre Birgit und geboren ist sie am 1. August 1966. So. Und du bist geboren am? 21.02.86. Und der Name ist wirklich Carola? Nein, Janine. Janine. So. Im Prinzip sollte der Zufall es wollen und deine Mutter hat uns jetzt gehört oder hört uns gerade, wird sie sofort kapiert haben, dass sie gemeint ist und dass du ihre Tochter bist. Ne? Aufgrund dieser Daten. Vielleicht noch ein Hinweis. Wo bist du geboren? In welcher Stadt? In Minden. In Minden. So. Dann ist ja schon alles irgendwie klar. Dann kann ich dir nur anbieten, wenn deine Mutter uns zugehört hat und sie möchte auch wirklich jetzt weiterhin Kontakt auch zu dir haben, dann möge deine Mutter sich bei uns melden und wir würden den Kontakt natürlich dann mit dir herstellen. Das wäre sehr nett. Die Chancen sind nicht groß, aber ich meine, man kann alles versuchen und es ist der Versuch ist es halt wert. Ja. Ja. Hast du die Hoffnung, dass du vielleicht mit ihr eine Beziehung aufbauen könntest? Oder ist es erstmal nur mal so die pure Neugier, einfach mal sie zu sprechen und ihr mal gegenüberzustehen? Beides. Ich glaube, es ist ja halt so, man möchte ja gerne wissen, woher man kommt, welche Wurzeln man hat und von wem man irgendwas hat und einfach auch die Fragen beantwortet haben. Mhm. Warum, weshalb, wieso und... Mhm. Hätte es mich vielleicht doch anders gehen können oder. Und das ist halt, ich weiß ja meine komplette Kindheit nicht. Ja. Hast du so ein bisschen
Wut oder Zorn auch auf sie, dass sie dich damals weggegeben hat? Nein, ich bin ihr dankbar darum. Du bist ihr dankbar sogar? Ich bin ihr dankbar, aber aus dem Grunde, weil ich weiß von wegen, dass ich jetzt heute nicht mehr leben würde, wenn er mich nicht abgegeben hätte. Weil? Weil ich verhungert, also fast halb verhungert gewesen bin und ja, ich hatte einen komplett aufgeweichten Gaumen, ich konnte keine harte Nahrung zu mir nehmen. Und könntest du nicht auch deiner Mutter daran die Schuld geben, dass du verhungert warst? Meine Mutter hat alles aufgegeben für meinen Vater, das heißt Arbeit aufgegeben und lebte damals ja auch nicht in Deutschland, soweit wie ich das weiß. Mhm. Und es ist halt so, dass es halt ja für sie schwierig war. Sie hat ja auch erst meinen Bruder weggegeben und hat es halt mit einem Kind dann nur versucht. Mhm. Und ja, das hat halt nicht funktioniert. Mhm. Und bevor... Man will nicht... Ich will auf keinen verurteilen. Dafür muss man die ganze Geschichte kennen und auch du wirst wahrscheinlich erst richtig urteilen können, wenn du mit ihr gesprochen hast und sie dir alles erklärt hat von damals. Ja. Insofern kann ich das sehr gut verstehen, dass du sie suchst. Ich würde es an deiner Stelle auch machen. Wie gesagt, wenn deine Mama uns zugehört hat, bitte uns schreiben, einfach an den WDR 1 Live Domian 50 600 Köln oder mailen unter domian@wdr.de. Meine Liebe, ich hoffe, dass es klappt und ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ich wünsche dir auch alles Gute für deine Sendung und bedanke mich und ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Sabine ist hier. Sabine ist 39. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sabine, was ist dein Thema? Ich habe mich in einen Alkoholiker verliebt. Oh. Wann? Ja, wann? Beispiel. Wann? Vor ungefähr 4 Wochen. Oh, das ist ja noch ganz, ganz jung und ganz frisch. Ja, dennoch, wir sind hier schon, also wir haben in der Zeit wirklich schon alle Hardcore-Auseinandersetzungen gehabt, die, weiß ich nicht, andere Paare vielleicht nach einem Jahr oder 3 oder 4 hätten. Ja, wie alt ist der Knabe? Bitte? Wie alt ist denn der Knabe? Der ist 38. 38. Ja. Und du sagst Alkoholiker, ist dir das gleich, war dir das gleich klar? Ach, leider muss ich sagen, ja. Also, woher wurde es dir klar? Ja, also ich erzähle noch mal kurz, ich war, ich habe also mich von meinem Freund oder mein Freund und ich haben uns getrennt und ich hatte wirklich den mega, mega heftigsten Liebeskummer. Mhm. Na, und dann war ich irgendwie so in so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich drehe hier gleich durch oder ich muss mich jetzt mit meiner Willenskraft abwenden. Ne? Mhm. Dann bin ich abends auf eine Party gegangen und ich hatte nur wirklich nicht vor, jetzt hier mich gleich zu verlieben. Aber da habe ich ihn dann kennengelernt. Wobei ich würde es auch nicht, ich sag mal eben gleich zwischendurch, ich sag mal eben so, wollen wir es nicht verlieben nennen, wollen wir es einfach betäuben nennen? Erstmal war es, erstmal war es so, ja. Klar, erstmal war es, wobei ich sagen muss, ich kannte diesen Mann flüchtig schon vorher und ich fand ihn immer anziehend, ne? Das muss ich schon sagen. Also er hat mich immer interessiert und ich wollte immer irgendwie mal zumindest mich näher mit ihm unterhalten und es war nie so. Also du kamst von dem aktuellen Liebeskummer direkt auf die Party und hast ihn dir gekrallt. Also so war es. Egal. Klingt jetzt so ein bisschen negativ. Also, aber so war es, ne? Halt einander begegnet. Ja gut, aber es war so zeitnah alles. Der aktuelle Liebeskummer und dann die Party. Ja, genau. Okay. Und dir war dann auch, wie du sagst, relativ schnell klar, dass er Alkoholiker ist. Ja, also auf dieser Party ist mir das natürlich nie aufgefallen. Ich meine, ich war ja selber nicht ganz nüchtern. Ja. Und bei unserem ersten Date, am Anfang habe ich wirklich gedacht, ach, das ist jetzt ein One-Night-Stand. Na, dann sind wir aber im Kontakt geblieben. Ja. So per SMS und dann habe ich gedacht, ach, dann ist das jetzt mal so eine Affäre, hey, was soll's, warum nicht? Ja. Und bei unserem ersten Date hier, dann hat er gesagt, er ist Alkoholiker. Mhm. Und da bin ich gar nicht so weiter drauf eingegangen. Immerhin hat das gesagt. Er hat das, gesagt. Und wie viel konsumiert er? Das weiß ich nicht genau. Ich kann es nicht genau sagen. Er ist jetzt nicht so ein Schnapstrinker, er trinkt nur Bier, ne? Mhm. Gut, aber nur seid ihr 4 Wochen miteinander in Kontakt. Ja. Wie erlebst du ihn denn? Ist er ständig Knülle oder wie? Nee, gar nicht. Gar nicht. Das war so, er hat mir halt, wie gesagt, also er erschien mir eigentlich ziemlich, naja, nüchtern, ganz normal eigentlich. Ja. Und dann hat er mir das gleich gesagt und dann
habe ich irgendwann, und dann haben wir so immer, wir haben uns nicht so oft getroffen, wir haben dann viel telefoniert und so und gesümpft und dann habe ich gemerkt, oh, der trinkt wirklich jeden Abend. Und dann habe ich ihm irgendwann, mein Fehler war, ich habe das per SMS gemacht, das war scheiße, habe ich ihm geschrieben, hier, pass auf, ich habe beschlossen, dass ich mit deiner Sucht irgendwie, ich habe nicht gesagt, ich trenne mich oder so, ich habe nur gesagt, hier, ich kann da nicht mitmachen. Ich möchte da anders mit umgehen. Ich kann das nicht unterstützen. Mhm. Und auf diese SMS hat er so reagiert, dass er, als ich abends bei ihm ankam, blau war. Also was heißt, er war so ein bisschen angetrunken, ne? So richtig blau war er nicht. Was erwartest du? Hast du erwartet, dass er stocknüchtern dich empfängt? Nein, aber nicht, dass er sich gleich betrinkt. Also richtig so provokativ. Mhm. So nach dem Motto, er hat mich auch begrüßt mit den Worten, na du Arschloch. Also so, ne? Nach dem Motto, du willst, dass ich aufhöre zu trinken, jetzt zeige ich es dir mal. Wie lange ist er eigentlich schon Alkoholiker? Schon Jahre. Jahre. Und an dem Abend bin ich dann weg und habe gesagt, ich trenne mich. Ach, scheiße. Und ich habe nicht, wir sind wieder zusammengekommen. Mhm. Weil ich habe mich, irgendwann habe ich gemerkt, das ist keine Affäre. Entweder ich sage jetzt hier tschüss, das war's, oder ich lasse mich wirklich auf ihn ein, weil irgendwie hat er mich tief im Innern berührt und da ist schon eine sehr große Wärme, die ich bei ihm spüre und eine so eine Tiefe. Er ist ein sehr emotionaler Mensch und das bin ich auch. Mhm. Die meisten Männer sind, die ich so bisher kannte, die waren oft überfordert oder erschreckt von meiner Emotionalität und er ist es nicht. Aber er gibt sich die Kante, wenn du kommst. Das ist ja nur schon mal eine klare Antwort auf deine Ansage, auf deine Pass auf, ich erzähle mal weiter. Bitte. Dann haben wir uns also getrennt. Der Mann war am Ende, der war echt am Boden. Mhm. Und dann hat er gesagt, so, er hört jetzt auf, er will das nicht, ihm ist das so wichtig, er liebt mich so sehr. Mhm. Er will jetzt mit mir zusammen sein und der Alkohol, der soll ihm das nicht zerstören. Und er hat gemerkt, was er sich wünscht und bla bla. Und große Worte, ist was draus geworden? Er hat aufgehört. Er hat aufgehört zu trinken. Wie lange? Er war nüchtern und ich war so glücklich und es war so schön. Ja, aber wir reden immer noch von einer Zeitspanne von nur 4 Wochen, ja, die ihr zusammen wart. Ja, dann hat er eben jetzt gerade wieder angefangen. Ja, das wundert mich nicht, Sabine. Nein, mich auch nicht. Das wundert mich nicht. Das Schreckliche ist, wenn das ein Mann ist, der seit Jahren Alkoholiker ist, wirst du den innerhalb von ein paar Tagen da nicht wegziehen. Nee. Und wenn du jetzt mit deiner Massivität, du bist eine massive Person, das merke ich schon, versuchst da irgendetwas zu regeln, vergiss es. Vergiss es, das musst du alleine hinkriegen. Ich weiß. Lass den los, lass den trocken werden und wir treffen nach dem Motto, und wir treffen uns in einem halben Jahr wieder. Das, was du da jetzt anfängst, du verbeißt dich da in eine Sache, die du nie gewinnen kannst. Du wirst mit der Sache mit runtergezogen. Ja. Du hast überhaupt keine Chance. Überhaupt keine Chance. Und es ist noch so frisch, wo es auch nicht weh tut, wenn du vielleicht einen Schritt zurückgehst. Mir tut das weh. Ja, natürlich tut's dir weh, logisch. Aber es sind erstmal nur 4 Wochen. Und du bist keine 14 oder 15 oder 16 Jahre, dass du jetzt, du bist eine erwachsene Frau. So. Ja, das schon. Aber hat er denn so ein bisschen aus seiner Biografie erzählt? Hat er denn schon mal eine Kur gemacht, eine Entziehungskur? Noch gar nichts. Er trinkt seit einigen Jahren. Mhm. Und ich habe mich mit einem Freund von ihm unterhalten, dem ich auch wirklich vertraut habe. Also das ist so eine Person, das ist schon. Also er hat zu mir gesagt, ja, weißt du, früher habe ich immer gesagt, er ist ein guter Bekannter von mir, aber seit 4 Wochen kann ich ihn meinen Freund nennen, weil er hat sich so geändert. Und er sagt, er hat sich noch nie so in Bewegung erlebt. Und so, er hat, also dieser Freund von ihm, der hat mich sozusagen fast schon angefleht, jetzt bleib bitte bei ihm, gib ihm eine Chance, du hilfst ihm und so. Nein, du wirst ihm überhaupt nicht helfen. Nein, das glaube ich nicht. Die Chance, die du ihm geben kannst, ist, indem du sagst, pass auf, wenn du das ernst meinst, ich bin hier, ich finde dich toll, ich mag dich, ich warte auf dich. Das ist die Chance, die du ihm geben kannst. Und du ziehst dich zurück und er unternimmt etwas. Das ist das Klügste, was du tun kannst, wenn du das schaffst. Dann siehst du A, ob der das ernst meint, ob er was unternimmt. Und B, ist es einfach für dich auch die beste Möglichkeit, dich selbst zu schützen. Weil du gehst da mit in die Gosse rein. Ja, ich weiß. Mhm. Und das ist auch so, er sagt auch nicht, wenn er jetzt gesagt hätte, hey, pass auf, hier, ich bin schwach geworden. Weil er hat wirklich gesagt, hier, ich muss mit dir reden, pass auf. Aber er hat nicht gesagt, ich bin schwach geworden, ich habe wieder Bier getrunken. Das hätte mich gar nicht so schockiert. Das habe ich ja erwartet in Wirklichkeit. Mhm. Nein, er hat gesagt, er hat beschlossen,
er möchte nicht ohne Alkohol leben und er hat das aber im Griff, er will sich nicht betrinken, nee, aber hin und wieder mal ein Bier. Ja. Und da wusste ich gleich, hey, erzähl mir keine Scheiße, ich weiß, was Sucht ist. Ja. Also ich war selber schon süchtig. Im Prinzip, Sabine, weißt du genau Bescheid, du musst es jetzt nur tun. Ach. Ne? Ich glaube, wir sind uns völlig, letztendlich sind wir uns einig. Es fällt mir so schwer, ihn echt ganz fallen zu lassen. Du meinst, du lässt ihn ja nicht fallen. Du gibst ihm. Ich glaube nicht. Ich was ist denn das für eine Wahn? Nein, was ist denn das? Das ist doch eine irre Motivation für ihn. Wenn du sagst, pass auf, ich liebe dich oder ich bin sehr verliebt in dich. Mhm. Unternimm etwas. Beweise mir, dass du trocken werden willst. Ich warte auf dich. Das ist doch das Tollste, was du tun kannst. Aber lass mich bis dahin in Ruhe. Mehr kann ich nicht sagen, Sabine. Alles Gute. Das ist es. Mehr kann ich nicht sagen, wirklich. Ganz definitiv. Ja, eigentlich hätte ich auch nichts anderes erwarten können, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Vielleicht ist das wirklich die Chance für eine wirkliche Zukunft für euch beide. Mhm. Möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen? Ja, gerne, gerne. Gerne, biete ich dir gerne an. Magdalena ist heute Nacht hier. Dann legst du bitte auf und sie ruft dich gleich nochmal an. Ja, okay. Ich danke dir. Sabine, alles Gute. Dir auch. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist Lars. Lars ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Lars. Was ist dein Thema? Also, mein Thema ist, ich bin halt 19 und ich habe eine 14-jährige Freundin, die ist 14 geworden. Oh. Ja, und viele meiner Freunde mögen das halt nicht. Also, mehr auf Abstoßung stoße ich da. Ja, es ist ja nicht nur eine Frage, ob deine Freunde das mögen, sondern es ist ja generell schwierig. Du bewegst dich ja auf heiklem Feld, das ist dir klar, ne? Ja, ich weiß. Es ist auch gesetzesmäßig, kannst du da sehr schnell in Konflikt kommen, weißt du auch. Ja, aber also, so sexmäßig haben wir ja bis jetzt noch nichts gehabt und haben es auch nicht so jetzt vor. Also darum geht es mir jetzt auch nicht direkt eigentlich. Ja, also es gibt keinen. Wie lange läuft da was zwischen euch schon? Also wir sind zusammen 4 Monate und kennen tun wir schon ein bisschen länger, also knapp, ja, jetzt inzwischen. Naja, also 4 Monate zusammen und es gibt keinen Sex zwischen euch beiden. Nein, bis jetzt noch nicht. Mit meiner alten Freundin habe ich halt damals auch etwas länger gewartet. Ja, wissen die Eltern von ihr Bescheid? Ja, die wissen schon, aber das ist halt so, sie wollen halt nicht, dass ich mit denen nach Hause komme, aber wir können halt mal weggehen, das ist denen egal, solange die es nicht sehen, aber wir sollen halt nicht zu ihnen hinkommen. Weil das möchten sie auch nicht unterstützen, haben sie gemeint. Ja, das ist aber auch komisch. Eigentlich sollten die Eltern, also wenn sie schon ein Ja sagen, dann wäre mir als Eltern das doch sehr recht, wenn der Junge auch nach Hause käme und ich den sehen würde und man da halt auch ein Auge drauf hat. Ja, ich würde mich denen auch mal halt vorstellen, wie ich meine, da ich nicht jetzt so bin wie alle anderen. Achso, du hast die noch nie gesehen? Nee, die wollen es halt nicht. Mhm. Die sagen, wenn sie weggeht, ist okay, aber hinkommen soll ich nicht. Aber sie verbieten ihr den Kontakt nicht mit dir? Nee, so, also rausgehen, irgendwie ins Kino oder so, könnt ihr? Ja, das können wir. Ja, sie kann auch zu mir kommen, weil sie wohnt nicht weit weg, sie wohnt knapp eine halbe Stunde von hier weg. Mhm. Erlauben die Eltern denn auch, dass sie bei dir übernachtet? Ja, also 2 Mal haben sie es bis jetzt erlaubt. Mhm. Aber also sie meint halt zu mir, dass die Eltern das okay gefunden haben, aber ob die Eltern jetzt wirklich okay finden, das weiß ich auch nicht. Das weißt du auch nicht, genau. Lebst du denn noch zu Hause? Nee, ich wohne alleine. Du hast eine eigene Wohnung. Mhm. Ja. Aber dir ging es so gerade, wie mir das so schien, erstmal um die Reaktion deiner Freunde, oder wie? Ja, es ist halt, viele sagen halt, wenn du ja mit denen zusammenbleibst, stoßen die mich halt ab. Mhm. Oder viele reden nicht mit mir oder wollen nicht mehr mit mir zu tun haben. Mhm. Mit dem Argument, dass das Mädchen ist viel zu jung. Ja. Mhm. Ja, und was ich mit so jemandem will. Ja. Ich meine, das ist ja nur auch alles ein Problem, Lars. Also nicht nur, weil die Leute da so reden. Das ist ja erstmal egal, was die Leute so reden. Sondern du stehst irgendwie mit einem halben Bein im Gefängnis. Ja. Ist mal etwas Drastisches ausgedrückt. Ja. Deswegen finde ich das Allerwichtigste, dass ein Gespräch mal stattfinden sollte zwischen dir und den Eltern. Ob das wirklich abgeklärt ist. Das Mädel kann dir ja viel erzählen. Du weißt ja gar nicht, was da los ist. Ja. Vielleicht wissen die das ja noch gar nicht genau. Ja, ich habe es jetzt schon halt ein paar Mal probiert. Halt, ich habe denen mal einen Brief geschrieben und habe den ihr mitgegeben, halt wer ich bin und so, dass wir uns halt kennen und dass ich die halt mal kennenlernen möchte oder mit ihnen reden würde. Mhm. Aber kam halt bis heute nichts zurück. Kam nichts zurück. Ja. Also es kann durchaus sein, dass deine Freundin, weil sie verliebt ist, dir auch so diese Geschichte erzählt hat. Ja. Könnte sein. Ne? Das würde auch erklären, weswegen die Leute
dich angeblich nicht zu Hause haben wollen. Vielleicht stimmt das ja alles gar nicht, was sie erzählt hat. Ja, auch das, ja. So, und dann stehst du nämlich ganz schlecht da. Also, wenn du dich schon auf eine Geschichte mit einem so jungen Mädchen, mit einer Minderjährigen einlässt, musst du das Einverständnis der Eltern haben. Und das heißt, du musst mit den Eltern gesprochen haben, da muss ein gutes Einvernehmen sein. Und Sex muss erstmal tabu sein. Das musst du dir alles klar machen. Ja, das wird doch, ja. Ja. Jetzt ist gleich die Sendung vorbei, aber ich will auf jeden Fall, dass wir nochmal ein paar Worte mit dir sprechen. Ja. Ja? Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Okay, lieber Lars. Bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, schaffe ich gar nicht mehr, den Namen vorzulesen. Unser Thema nächste Woche Dienstag heißt, soll ich weiter lügen? Fragezeichen. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag.